Teil Nummer 1 gelöst. Online spielen. Klassisches Herrenhaus auf 6 Spieler. Immer. Nochmal. Das können wir wiederholen. Auch sehr schön. Der Einstieg. Übrigens, das war auch das erste wirkliche DLC mit den klassischen Figuren damals. Und von Ports beginnt. Und würfelt sehr niedrig. Aber diesmal kann es kein Grün sein. Aber auch hier die Bibliothek betreten. Finde ich auch mal cool. Blum. Mit der Pistole. Bringt nicht wirklich weit weiter, aber ist zumindest mal nett. Wir beginnen in der... Gehen wir in die Küche zuerst. Küchen sind immer gut. Freut mich immer in die Küche zu kommen. Lecker essen. Gehen wir zum Cutter zu dem Leuchtenstern. Weil viel Hinweise haben wir nicht. Jawohl, wir haben den Leuchter erleuchtet. Damit haben wir schon all die Hälfte der Tatwerkzeuge aus dem möglichen genommen, hatten aber auch schon 2. Dafür hinken wir halt, was Tatorte angeht, am meisten hinterher und auch was Verdächtige angeht. Da haben wir keinen Plan. Das Little Phantom 485 denkt über den Vorschlag nach. Über Gloria mit dem Seil. In der Lounge. Auch das bringt noch nicht wirklich viel. Noch keine Tendenz da, um irgendwas rauszulesen.
Übrigens sollte man das wirklich hören, ich spiele gerade ein bisschen mit dem Überraschungsei. Also mit so einem gelben. Ich weiß, ich kann gerade meine Hände nicht durchhalten. Und viel kommentieren kann man ja auch nicht, weil, ja, Gloria mit dem Heizungsrohr im Billardzimmer könnte durchaus möglich sein. Am Anfang ist das Spiel halt immer so ein bisschen eine Durststrecke. Runter in die Bibliothek und schauen da nach den Rechten. Und sagen von Port mit der Pistole im Billardzimmer. Und was habe ich? Was bekomme ich da? Zeig's mir. Von Port. Okay. Verdächtigen wieder auf 4 runter reduziert. Und in der Bank.
Halle. Und was gibt sie so an? Das Factoria mit der Pistole. In der Halle. Gut, das Einzige, was Gloria nicht vorweisen kann, ist Gloria. Sowohl die Pistole als auch, die Halle wären möglich. Weil sich jetzt die Pistole wieder als Tatwerkzeug ein bisschen hervorhebt, das viele einfach nicht haben. Andere Kandidaten, die es mehr sein könnten. Ein Arbeitszimmer, Musikzimmer bringt mir nichts. Dann bleibe ich in der Küche. Dann fangen wir wieder an mit Euch Idee und der Pistole. Könnte sie in der Hand haben.
Arbeitszimmer wissen wir ja schon, dass weil je nachdem, was ich jetzt zusammenstelle, kann es sein, dass wir wieder Erkenntnisse draus ziehen. Weil wir wissen, wer das Arbeitszimmer in der Hand hat. Sehr gut, mit dem Dolch. So. Bringt uns aber nichts, haben beides. Damit wissen wir ja, damit geht es bis zu Grün. Und der zeigt das Arbeitszimmer her. Aber damit gehen die meisten mal davon aus, dass Grün der Täter ist. Sollte man diese Dinge rausschalten. Lumbia. Also grün, Pistole, Billardzimmer. Ups. Ach, das ist interessant. Dann ist die Pistole draußen. Dann könnte es tatsächlich nur noch Heizungsrohr und Seil sein. Als Tatwaffen. Langsam, als ob du in die Hände spielen. Freut's mich. Oh, euch weh? Mit der Wortsammlung. Also, sie reagiert auf, nicht auf die euch, die Ohrzange habe ich. Das heißt, wir haben hier die Lounge ausgegrenzt. Ja, wir können mittlerweile sehr gut ermitteln. Wir haben schon Übungen gespielt. Bibliothek, mal sehen. Bringt uns das wieder weiter? Blumen in der Bibliothek? Ja, also Blumen und Bibliothek könnten relevant sein. Leuchter ist auf jeden Fall draußen. Gartow mit dem Seil im Bilderzimmer. Alles möglich. Ich hätte nichts, was das Gegenteil beweist.
Was der Vorteil ist, ich bin im Billardzimmer. Heißt, ich kann mir auf jeden Fall mal angucken, ob ich was anderes rausfinde. Denn ich könnte auch in die Bibliothek, zwischen Bibliothek und Billardzimmer hin und her wechseln. Wir sind gerade so mal in zwei momentanen Haupt. Hast du eine Idee? Mit dem Heizungsrohr. Heizungsrohr ist natürlich jetzt ziemlich safe, also zwar nicht hundertprozentig, aber den Täter wissen wir schon. Aber ich traue mir noch keinen letzten Verdacht aussprechen, dafür bin ich mal beim Ding noch zu unsicher. Von der Bank. Wahrscheinlich wird es grün mit dem Billardzimmer werden. Und sie wird, der Dolch wird quasi als vier Ding drin bleiben. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte sogar zwei, wo ich mir das, was die anderen sind, auch notieren könnte, damit ich ungefähr herausfinden kann, was die als nächstes gerade denken und planen. Was die für Erkenntnisse gerade haben. Pi mal Daumen. So ungefähr einen Plan hatte ich schon. Also sie wissen jetzt, dass Grün draußen ist. Aus dem Verdachtsspiegel, dass Orchidee es ist. Und sie werden wahrscheinlich jetzt Dolch. Also sie werden jetzt. Also ich würde auf die Bibliothek tippen. Bin mir aber nicht sicher. Ich hoffe, dass die nächste, also diese Runde jetzt quasi zu meinen Gunsten ein bisschen Klarheit schafft. Wir haben ja schon einen in der Bibliothek, das heißt Gartorf mit der Rohrzange. Was mir nichts bringt. Rein gar nichts. Ich hab da die Rohrzange, aber ich bin halt selber gar doof und somit jetzt noch nicht in der Hand daher. Ja, Hintergarten ist möglich. Orchidee. Mit der Rohrzange. Im Wintergarten. Ja, ich zeige dir die Rohrzange. Bringt nichts, außer dass wir wieder ein bisschen planen, Pläne haben.
Banane ist auch möglich. Orchidee. Digitale. Na. Okay. Alles ist doch nicht. Sparen wir uns den Weg in die Halle. Orchidee. Mit Herzogsrohr. Wintergarten. Und wenn er das Heizungsrohr nicht hat, dann hat er es jetzt gelöst. Ja, hat er. Orchidee mit Heizungsrohr im Wintergarten. Jetzt wird es wahrscheinlich auch stimmen. Orchidee mit Heizungsrohr im Wintergarten. Nicht so schnell. Hallo meine lieben Freunde, das war's vom Fall 2 von Cluedo, dem klassischen Detektivspiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt mir gewogen mit dem Abo, einen Daumen rauf und mit dem Aktivieren der Glocke. Unten in der Videobeschreibung befindet sich der Link zu dem Lunk, mit dem ich der Elder Scrolls Online Let's Play, der Link zu all meinen laufenden Let's Plays und ja. Hier oben kann man mich abonnieren. Zwei Videos blende ich ein, das letzte, das ich hochgeladen habe. Und das Video, das der YouTube-Algorithmus für euch raussucht. Und ich verbleibe also euer Gaming-Tracken mit dem heißen Fario. Bad. Baba und ciao.